Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute spielen wir Minecraft auf dem Tablet. Und zwar möchte ich euch. Oh, das ist jetzt ziemlich fail. Ich mach kurz Schwarzbild, denn ich möchte euch ja nicht viel verraten. Und ich würde gerne von euch wissen, wie ihr die Map. Also ich habe nur ein Level gemacht. Und da würde ich gerne wissen, wie ihr die Map findet. Oh, falsche Map. Die habe ich nicht gebaut, aber die habe ich gebaut. Und ich möchte gerne wissen, wie ihr die so findet. Also man spawnt hier. Was war das? Ich habe doch gar nichts aufgebaut. Egal. Also dann spawnt man hier. Dann hier. Willkommen zu. Kann ich es lesen? Ja, jetzt. Willkommen zu The Dropper, gebaut von Kriegers Cameras, also von mir. Regeln: nicht cheaten und am Ende Map bewerten. Und in jedem Level gibt es einen Diamanten. Findest du sie? Hier habe ich noch nicht weitergebaut. Und hier ist das erste Level. Level 1 Bedrock. Hier ist noch eine Kiste. Ich muss ihn abbauen. Ja, und ich würde mal sagen, ich versuche das einfach. Also hier ist die Kiste übel einfach versteckt, denn ja, ich habe kein Versteck gefunden bei der Sache hier und deswegen ja. Ich werde euch noch andere Maps zeigen, die ich zwar nicht gebaut habe, aber die auch geil sind. Und hier habe ich es auch schon geschafft. Und ja. Boah. Gehe ich mal. Oh, ich habe keine Verbindung. Nice. Mal gucken, ob ich jetzt Verbindung kriege, weil wenn nicht, dann zeige ich euch andere Maps, die ich zwar nicht gebaut habe. Aber wenn ich. Okay, das mache ich jetzt mal nicht. Dann zeige ich euch erstmal Maps und dann mache ich noch ein zweites Video, wo ich dann. Das ist Minecraft abgeschmiert. Why? Wo ich euch dann. Kamera ein bisschen. Warte, Kamera ein bisschen. So. Wo ich euch dann halt. Wo ich auf den Server gehen werde. Und ja, ich zeige euch mal. Die The Dropper Map. Also, hier bin ich jetzt, weil ich habe ein bisschen gespielt, ich bin jetzt nicht am Anfang. Aber ich glaube, das stört euch nicht. Ich spiele jetzt einfach irgendwelche Level. Und ja. Heute nichts Besonderes, weil gerade WLAN nicht will. Muss ich die Kamera erst richten. Und deswegen mache ich das erst in der nächsten Folge. Ich soll euch ja nicht nerven. Ah ja, wieso schaffe ich das jetzt nicht? Ich habe das doch schon tausendmal geschafft. Aber wieder so knapp. Also nicht vergessen, meine Map zu bewerten. Ich weiß nicht so gut. Ich habe auch erst nur ein Level gemacht, deswegen. Sorry, aber. Ich wollte nur so wissen, wie ihr das so findet. Ob ihr den Weg geil findet oder so. Ob ihr das erste Level geil oder zu einfach findet. Das würde ich gerne von euch wissen.
Und ja, jetzt spiele ich halt einfach ein bisschen The Dropper. Reicht es auch mal, weil man muss immer so 10 Jahre lang so eine Leiter hoch. Darauf habe ich keinen Bock, um ehrlich zu sein. Und deswegen... Okay, nimmt noch auf. Ja, nimmt noch auf. Und deswegen nehme ich einfach... Zeige ich jetzt so ein ganz bisschen so ein paar Sachen. Dann gibt's hier noch Ultimate Fortress. Welches ist das nochmal? Ach, das war die Map, die habe ich heute mit einem Freund gespielt, die habe ich heute gedownloadet. Hier sind halt überall Monster. Und die muss man halt killen. Und die Map ist eigentlich für einen Spieler gedacht, aber wir haben das halt zu zweit gespielt. Deswegen war das ein bisschen fail, weil wir dann alle Sachen aufteilen mussten. Ich war halt der Bogenschütze und der Bogenschütze zu sein war ziemlich langweilig, meiner Meinung nach. Und er hat halt alles gekillt und ich musste da nur, ich sag mal, rumstehen. Aber ich will jetzt erstmal wieder hier raus, ne? Bitte. Und ich habe auch nur 9 Pfeile. Ist nicht so gut. Aber ich will jetzt sowieso... Ja, genau neben mir, oder? Ich wollte keinen Pfeil schießen. Ich baue das kurz ab. Tatsache, ich bin hier. Okay, die Hand lag gerade. Muss kurz nach hinten ein bisschen rutschen. Da ist ein Skelett. Ja, es kann nicht treffen, aber es macht Leck. Es macht mir überhaupt keinen Schaden. Wenn es mich dann überhaupt trifft. Ja. Was sind das für Geräusche? Was mache ich jetzt? Schnell die Sachen nehmen und abhauen, 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 einfach abhauen. Ich habe nämlich keine Nahkampfwaffe. Das ist nicht so toll. Da sind auch überall heftige Mobs. Das war ich sogar selber. Ich wollte, dass das nicht so einfach ist, aber jetzt habe ich es zu schwer gemacht. Vor allem, wenn man nur einen Bogen hat. Ja, tschüss. Ich bin tot. Also ich weiß, ich bin nicht schlecht mit dem Bogen, aber... Okay, jetzt bin ich down, weil ich hier durch muss. Nein, 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 nein. Ja, ich bin down. Okay, ich kann jetzt eigentlich nichts machen. Ich habe auch kein Essen. Ja, okay, ich lasse mich kurz töten. Ja. Sie gehen einfach immer noch auf mich. Tschüss. Ja, okay, das war jetzt natürlich okay. Ich habe jetzt keine Chance mehr. Und deswegen... Ja, ist jetzt nicht so toll. Ich würde jetzt am liebsten auf Server gehen, aber es geht ja nicht so einfach. Deswegen... Ich mache eine Map-Vorstellung. Jetzt noch eine kleine... Und zwar von Spleef, wo ich vorhin meinen Freund gezogen habe, wie man vielleicht sieht. Also, der Turm. Da kann man halt, also, das ist der Zuschauerturm halt. Und hier sind halt viele Etagen, wie man schon sehen kann. Und man muss halt versuchen, immer den anderen so runter zu schlagen. Also, den Schnee abzubauen und dass er runterfällt. Wenn er alle Etagen runtergefallen. Oh Gott, habe ich mich erschrocken.
gehe kurz so. So, hier ist der Anfang von der Map. Kommt man halt hin. Da rechts konnte man, wenn man zu den Zuschauern will, hier kann man halt so hin. Kann ich auch fahren und dann. Und dann komme ich halt hier hoch. Wie man schon gesehen hat. So. Da sind halt mehrere Etagen. Und da muss man halt immer so halt runterbauen. Und hier stehen die Regeln. Also, ich lese sie mal vor. Nur Schneeblöcke kaputt machen. Wack. Keine Leute schlagen. Du kannst Schneebälle werfen, wenn du willst. Also, du kannst nicht cheaten. Play on Peaceful, also Peaceful spielen. Man darf nicht mehr spielen, wenn man gestorben ist. Und man darf nur in Survival spielen. Und das Spiel wurde gebaut von Ryan Kung. Also wie ihr schon sehen könnt, wenn man hier runterfällt, ist man halt eine Etage tiefer. Und wenn man dann nochmal runterfällt, ist man noch eine tiefer, dann noch eine tiefer. Dann fällt man halt hier rein und dann ist man tot. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Heute nicht so spannende Folge und auch nicht so tolle, lange Folge. Aber ich würde trotzdem mal sagen... Der Zombie sagt Ciao.